fish bone. Peggy Piesche, schwarze deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und interkulturelle Trainerin für Intersektionalität, Diversität, Inklusion, war bis letzte Woche meine Kollegin im Gunda-Werner-Institut und ist jetzt seit Montag bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch mit dem Thema unterwegs. Ich freue mich, dass sie hier ist und jetzt den zweiten Impuls geben wird. Ja, ich habe mich vor allem an dem orientiert, dass wir ja auch in eine Kontroverse gehen wollen und sollen, und habe am Anfang von deinem Impulsvortrag, Ilse, bin ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen und dachte, wo ist denn da noch die Kontroverse? Zukunft des Feminismus ist intersektional, check, finde ich voll, bin ich voll bei dir. Aber habe dann gemerkt, okay, doch, wir haben noch einiges zu diskutieren. Und wir wollen mal schauen. Ich werde einige, denke ich, Fragen und Angebote hineinbringen, hoffe ich doch. Mir geht es vor allem dann darum, ich denke, dass ich da ansetze, Ilse, du sprichst von den verschiedensten Feminismen, da bin ich vollkommen bei dir. Interessanterweise ist dann, sehen wir so etwas, was Toni Morrison den unmarkierten Markierer auch nennt, dass strukturelles Weißsein alles andere markiert, aber sich selbst nicht. Also wir haben die verschiedensten Feminismen und dann haben wir den schwarzen und den migrantischen Feminismus, und ich frage mich, was dann die anderen Feminismen sind. Das waren so ein bisschen auch die Gedanken im Hintergrund, wie ich das hier überlegt habe. Ähnliches auch noch vorab zu dritten Räumen. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Ich muss natürlich sofort daran denken, ich glaube, den kann man nicht einfach so nehmen, diesen Begriff, der ist ja schon geprägt, der ist gesetzt von Homi Bhabha, The Third Space, und das bedeutet schon noch ein bisschen was anderes. Es ist kein neutraler Ort, es ist kein neutraler Raum, den wir schaffen. Und da habe ich mich sofort erinnert gefühlt, also faire Regeln, wer macht die eigentlich, wer gestaltet die und wie sind die bereits im Raum? Also hier im Raum sind bereits auch durchaus faire Regeln, aber die sind schon drin. Und mein Blick ist immer dabei, wer fehlt da eigentlich drin? Wer hat da nicht mitgespielt beim Erstellen dieser Regeln? Ne? Wer ist auch ganz konkret gerade nicht im Raum? Ne? Davon ausgehend würde ich erstmal das. Was heißt Solidarität? Auch da, Ilse, haben wir uns überschnitten. Ich habe auch erstmal angefangen, im Wörterbuch danach zu schauen, wie wir die umgangssprachliche Verwendung von Solidarität nehmen. Und da in der Tat geht es um Solidarität der Gesinnung, Solidarität des Handelns und Interessensolidarität. Und natürlich ganz stark in der Soziologie verankert, die Unterscheidung zwischen mechanischer Solidarität und organischer Solidarität. Also eine organische Solidarität, die auf der Basis von Angewiesensein aufeinander aufbaut. Und das scheint mir so ein bisschen das, was wir versuchen zu tun. Wir haben ähnliche, gleiche Zwänge, und ob wir gleiche Interessen haben, ist eigentlich die andere Frage. Aber wir haben ähnliche Zwänge, wir stehen vor den gleichen Herausforderungen, wir haben einen ähnlichen Druck. Dennoch denke ich, dass diese Definitionen zu kurz greifen, gerade wenn es darum geht, die Ungleichheitsverhältnisse und Verstrickungen in Herrschaftsverhältnisse mit einzubeziehen. Daher schlage ich einen Solidaritätsbegriff vor, der auf einer aufholenden Gerechtigkeit basiert. Aufholende Gerechtigkeit, das entspricht nicht einer nachholenden Affirmativität. Nachholende Affirmativität wäre das, was wir oft umgangssprachlich ein Add-on nehmen und sagen, wir haben das sehr oft, ne? Also wir verstehen ja auch, wir meinen, wir wissen, was Intersektionalität ist, und wir sagen, okay, wer fehlt uns denn hier noch? Wir brauchen noch jemand hier, wir brauchen noch jemand da und wir brauchen noch jemand da, ne? Im Vorfeld wurde schon die Selbstkritik geübt und gesagt, okay, die haben wir jetzt noch nicht erreicht, ne? Die müssen wir auch erreichen,
Aber es kann nicht auf dem Prinzip dieses Add-ons basieren, weil das machen wir schon eine Weile und wir sehen, dass uns das trotzdem nicht wirklich weiterbringt. Aufholende Gerechtigkeit ist vielmehr, geht vielmehr auf eine davon aus, dass marginalisierte, markierte kollektive FeministInnen und Feminismen, so wie der schwarze oder POC-Feminismus, auch eigene Räume brauchen. Und damit habe ich es schon mal gleich gesagt. Also ich gehe nicht von einem dritten Raum aus, sondern ich möchte die Sache verkomplizieren und sagen, wenn wir hier von einem tollen gemeinsamen Raum ausgehen und wir uns überlegen, wer fehlt hier eigentlich, die sind nicht frei floating irgendwo, ne? Sondern es gibt eigene Räume und das müssen wir anfangen ernst zu nehmen. Räume teilen heißt manchmal Räume geben, im direkten Sinne. Es ist nicht ein Gegen, es ist keine Abwehr, es ist auch keine Abgrenzung, sondern manchmal ist Räume teilen wirklich Räume geben. Wir haben das in den 90er Jahren bei der Lesbenwoche zum Beispiel ganz deutlich gesehen. Das waren ganz knallharte Kämpfe. Auf der Lesbenwoche, auf dem Lesbenfrühlingstreffen, Räume für schwarze POC-Lesben zu schaffen. Was nicht hieß mit Add-on, ne? Mit nachholender Affirmativität, ach ja, euch gibt's ja auch, kommt auch mit rein, sondern in diesen Räumen auch Räume abgeben. Aufholende Gerechtigkeit meint auch, eine kollektive Empathie aufzubauen, die es ermöglicht, die Ungleichheitsverhältnisse in Gänze zu erfassen und daraus zu handeln. Aufholende Gerechtigkeit anzuerkennen, kann nur in einem intersektionalen Feminismus münden. Das heißt, gerade kollektive Empathie, ich möchte das schon mal vorausschicken, setzt nicht an unseren individuellen Empathievermögen und auch unserem individuellen Herzen an. Ich unterstelle jeder einzelnen Person hier im Raum, dass wir empathiefähig sind und ganz viel Empathie auch haben. Kollektiv betrachtet haben wir hier, und das ist vielleicht sogar eines der wenigen oder kleinsten gemeinsamen Nenner, auf die wir uns schnell einigen können, haben wir hier alle zusammen eine Leerstelle an kollektiver Empathie für bestimmte Gruppen, für bestimmte Menschen, weil es uns gesellschaftlich konditioniert jeweils auch abtrainiert wird. Ich komme dann später nochmal drauf. Was meine ich im Allgemeinen damit? Ich möchte im Folgenden diese drei Aspekte zur Diskussion stellen, kurz skizzieren und dann auch mit in die Diskussion nehmen. Zum einen Repräsentation und Räume. Zum zweiten auch möchte ich doch noch einmal ein bisschen stärker auf Intersektionalität eingehen und zum dritten diese besagte kollektive Empathie. Toni Morrison hat in ihrem Roman Mercy, ein kurzer Roman, zu den Anfängen der US-amerikanischen Mentalitätsgeschichte, einmal die Frage aufgegriffen, wie Solidarität zwischen weißen und schwarzen Frauen am Anfang der USA eigentlich gestaltet war. Es ist ein ganz wunderbarer Roman, Henning hat es schon gesagt, ich bin Literaturwissenschaftlerin, deswegen habe ich natürlich eine ganz objektive Meinung dazu. Lest es, lest diesen Roman, er ist einfach großartig. Und Toni Morrison ging der Frage nach, sie hat auch in Interviews dann gesagt, ich wollte einmal wissen, wie war das eigentlich am Anfang, natürlich am Anfang der US-amerikanischen Geschichte, ne? Noch bevor all diese Schichten aufgelegt waren, welche Möglichkeitsräume für Solidarität zwischen schwarzen und weißen Frauen gab es in einer Zeit, in der genau das, was so US-amerikanisch geprägt wurde, und wir brauchen uns gar nicht innerlich zurückzulehnen, es hat auch sehr viel mit uns zu tun, ne? Dieses Gesellschaftsverständnis von Individualismus als eine patriarchale Struktur, als eine männlich geprägte Herrschaftsstruktur und wo weiße Frauen auch bereits herausfallen. Wie ist es eigentlich da möglich gewesen? Wie waren da Solidaritätsräume für die Frauen? Sie beschreibt das in einer Geschichte, in der das europäische Feudalsystem mit der Leibeigenschaft auf das rassifizierte System der Versklavung trifft. Und was sie da vor allem entwickelt, was wir in diesem Roman sehr deutlich sehen, ist, was es bedeutet zu erkennen, dass wir bereits buchstäblich in unterschiedlichen Zeiten und damit auch Räumen leben zur gleichen Zeit.
Sie arbeitet nämlich heraus, dass für die schwarzen versklavten Frauen nicht das gleiche Zeit- und Raumbild zur Verfügung stand, als für die durchaus stark in Abhängigkeit lebenden weißen Frauen. Was bedeutet es, wenn ich zur Verfügung habe einen Zeitbegriff von in 3 bis 5 Jahren habe ich mir meine Freiheit erarbeitet und kann gesellschaftliche Partizipation und damit auch Repräsentation eingehen? Oder wenn ich das eben nicht habe? Das hat einen unmittelbaren Auswirkung und ich argumentiere jetzt gar nicht moralisch, sondern ich argumentiere mentalitätsgeschichtlich hier auch. Was bedeutet das, wenn ich diesen Zeitbegriff gar nicht zur Verfügung habe? Damit, wenn etwas, und dann gehen wir schon stark ins Philosophische, aber ein Morgen ist das gleiche wie ein Heute, wie ein Gestern. Und in meinen Körper ist dieser Freiheitsgedanke überhaupt nicht eingeschrieben. Was Toni Morrison in dem Roman auch erarbeitet, ist die Abhängigkeit des weißen weiblichen Freiheitsbegriffes und Zeitbegriffes, der nur möglich war in Abgrenzung zu eben der Verunmöglichung im schwarzen weiblichen Körper. Das müssen wir mitdenken. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wir müssen es, denke ich, durchaus stärker mit hineinbringen. Das heißt, dass diese Unterschiede auch heute noch in uns eingeschrieben sind. Und es ist wichtig, dass wir das Gefühl dazu haben oder eines dazu entwickeln, dass wenn wir heute von uns und wir sprechen in diesem Feminismen, dass diese Unterschiede auch in uns eingelagert sind. Eben nicht nur die uns schneller zugänglichen Unterschiede von Klasse, von Geschlecht, von nationaler Zugehörigkeit aus der Gegenwart heraus. Nicht anders ist auch Audre Lordes Intervention auf einer feministischen Konferenz wie dieser vor genau 40 Jahren zu verstehen. Und gemeinhin wird eigentlich immer nur der Titel zitiert, The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. Es war eine feministische, weiße feministische Konferenz, in der, ähnlich wie hier, sehr wenige der sogenannten anderen vertreten waren. Und Audre Lordes Intervention war, wie ist das möglich? Und die Antwort, ich sage das nur ganz verkürzt, war, ja, wir erreichen die nicht, wir kennen die nicht. Und Audre Lorde meinte, aber ich bin auch kein Telefonbuch. Wieso ist es möglich, dass ihr, ist wirklich so, dass ihr meint, ihr ruft mich an und ich stehe dann. Das ist was mit nachholender Affirmativität. Wir haben sie add-on, doch jemanden dazugeholt. Lord zeichnet auf, dass dieses Handeln ein in Herrschaft verstricktes und auf ein auf Weißsein basiertes ist und fordert uns alle auf, in uns hineinzuhorchen und den Terror von Macht zu erkennen. Das wird gemeinhin bei dieser Rede von Audre Lorde, der sehr berühmten, immer gern vergessen, weil da fängt es an weh zu tun. Den Terror in uns selber, das ist die Verstrickung auch mit Macht. Repräsentation schafft Teilhabe und das fängt halt nicht damit an zu sagen, okay, wir erreichen die nicht oder die kommen nicht. Oh, okay. sondern die fängt damit an, dass wir die Leerstellen der Möglichkeit, überhaupt sie zu finden, auch in uns erkennen. Okay, ich muss mal versuchen, ein bisschen hier zu kürzen. Das heißt, die Frage, wer fehlt im Raum, welche Perspektiven können wir gar nicht wahrnehmen, sollte eine der leitenden Fragen für uns sein. Und das auch auszuhalten, also da bin ich jetzt auch wieder ganz bei Ilse, ja, das müssen wir aushalten. Wir müssen aushalten, was unsere Leerstellen sind, zu sagen, was fehlt. Wenn wir selber beantworten und sagen, ich frage die und die, dann sind wir da schon drüber hinweggesprungen, weil eigentlich ist es nicht an uns, diese Fragen zu beantworten. Intersektionalität ist in aller Munde. Wir sprechen davon, wir sind uns einig, dass unser Feminismus intersektional sein muss. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Intersektionalität nicht nur eine Theorie ist. Dass es auch nicht von einem und auch nicht das Hilfsangebot ist, wieder zurückzukommen in einen allumfassenden Wir-Feminismus. Lasst uns nicht vergessen, dass Intersektionalität entstanden ist aus einer schwarzen Arbeiterinnenbewegung heraus.
Und es war möglich, dass wir das auch als Instrumentarium haben, weil diese schwarzen Arbeiterinnen Räume für sich in Anspruch genommen haben, die es vorher zum einen nicht gab und auch die nicht dadurch legitimiert wurden, indem gesagt wurde, lasst uns in allgemeine feministische Räume gehen. Nein, hier sehen wir, dass es funktioniert. Räume teilen heißt manchmal Räume geben. Das, wir haben unter anderem Intersektionalität zu verdanken, dass wir schwarze feministische Räume ermöglicht haben und sie gelassen haben und sie nicht torpediert haben. Sonst hätten wir es gar nicht gehabt. Und manchmal, wenn es uns schwerfällt, wenn wir anfangen, etwas schwerlastig zu atmen, weil wir das Gefühl haben, es fragmentiert sich immer mehr, lasst uns innehalten und nochmal überlegen, dass aus geteilten Mehrräumen auch mehr für uns in der Zukunft wird, wie zum Beispiel die Entstehung von Intersektionalität. Was mir auch noch wichtig ist, und vielleicht habe ich noch diese eine Minute, ist auch zu gucken, dass wir gerade auch so wie Intersektionalität das auch immer wieder weiterentwickeln. Gerade wenn es unter anderem mit antifeministischen Tendenzen auch in den eigenen Lagern immer wieder unter Beschuss gerät. Wir haben es oft, habe ich erst neulich bei einer Veranstaltung von uns, also nicht von außen, erlebt, dass die Kritik an den internationalen Feminismus war, das sind ja im Prinzip alles Intellektuelle, Schwarze und POC-Feministinnen und die haben ja nicht wirklich was mit denen, und jetzt kommen wir dazu, mit denen, die eigentlich Klasse vertreten, zu tun. Das sind Spaltungstendenzen. Geht auch von einem sehr vereinfachten Intersektionalitätsbegriff aus, der nicht mit einher mitdenkt, dass gerade die Messiness, ne, das durchaus Motrige in unseren jeweiligen Lebensbefindlichkeiten auch von Intersektionalität mitgetragen wird. Es gibt die Komplexität, die sich interkategorial aufzeigt. Das heißt, die Wechselwirkungen und die Heterogenitätsdimensionen. Es gibt aber auch die intrakategoriale Komplexität, noch einmal auch die Vielschichtigkeit und die Differenzen innerhalb von einer zugeschriebenen Gruppe aufnimmt. Und es gibt die antikategoriale Komplexität, die darf man auch nicht vergessen. Wir sind sehr schnell dabei, Ambivalenz für uns fruchtbar zu machen, aber eine kategoriale Komplexität birgt auch ihre eigene Antikategorialität in sich auch mit. Und das ist auch eine wichtige Komponente, dass Kritik an vorschnellen Kategorisierungen und Vorabfestlegungen von relevanten Diskriminierungskategorien, Öffnungen für unvermutete Gemeinsamkeiten und Paradoxe, dass wir die uns auch diese Zeit nehmen. Zum Abschluss zu bringen, wenn wir über Solidarität sprechen und sie heute herstellen wollen, müssen wir verstehen wollen, was es bedeutet, in einer anderen, erzwungenen Zeit zu leben, keine Zukunft zu haben, aus den Konzepten von Fortschritt, Emanzipation und Freiheit herausgenommen zu sein und auf dieser Basis zu handeln, also das nicht als eine Art patriarchale Moralisierung zu nehmen, sondern auf dieser Basis auch zu handeln und zu sagen, das ist die Realität, von der wir ausgehen. Und damit erschließt sich auch, was eine aufholende Gerechtigkeit heißt, nämlich da auch Räume zu teilen, indem man manchmal Räume gibt. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich, Peggy. Wir machen es jetzt auch so, nochmal kurz in den Raum hinein, gibt es Verständnisfragen? Und dann bitte ich gleich Ilse nach vorne, dass ihr vielleicht dann auch erst nochmal miteinander ins Gespräch kommt, weil es ja dann doch zwei unterschiedliche Perspektiven sind und dann können wir hier noch ein paar Statements aus dem Raum dazu nehmen. Wir werden nicht alles zu Ende diskutieren können, sage ich jetzt gleich schon mal. Verständnisfragen. Aufholende Gerechtigkeit, dazu würde ich gerne noch einen Satz vielleicht hören, weil das ja auch erstmal, Gerechtigkeit ist ja eigentlich nicht teilbar und kann nicht irgendwo bestehen und anderswo nicht oder so. Ne? Naja, aber so arbeiten wir die meiste Zeit. Ne? Wir finden ja auch
Also aufholende Gerechtigkeit geht davon aus, dass wir auch im Feminismus Unterschiede, also nicht nur einfach Unterschiede haben, die wir so hinnehmen, sondern unterschiedliche Gerechtigkeiten haben. Und wenn wir eine Schräglage im Gerechtigkeits- oder ein Gerechtigkeitsgefälle haben, brauchen wir Zeit und Räume, das aufholen zu können. Und das geht halt nicht, indem die Türen für einen Feminismus geöffnet werden. Das ist ja meine größte Frage. Und das geht natürlich nicht nur an Ilse, sondern eigentlich an alle. Was ist denn, wenn wir immer von einem pluralen Feminismus sprechen, Feminismen, aber dann genauso in den Herrschaftslogiken und den Herrschaftsinstrumentarien bleiben und das andere markieren, aber sich selber nicht. Dann haben wir den Feminismus der anderen. Letztendlich, das ist nicht nur eine moralische Frage, das heißt, dass die Räume aber auch mit den gleichen Herrschaftsinstrumenten belegt bleiben. Und das heißt, dass wir darin auch ein Gerechtigkeitsgefälle haben. Und das heißt, dass wir eine Aufholung brauchen. Und das heißt, dass dann die dieser Aufholung bedürfen, sich das Recht nehmen, zu sagen, das brauchen wir, müssen wir in eigenen Räumen machen. Ja, danke. Da hinten noch eine. Ja, danke auf meiner Seite. Ich habe eine Frage so ganz am Ende, wo es dann um die Messiness ging und darum, dass diese Kritik, ja, das sind jetzt irgendwie alles Intellektuelle oder aus einer überen Klasse, das wurde dann, also wie ich es verstanden habe, als so eine reduktionistische, zu einfache Kritik zurückgewiesen. Und das stand so für mich in so einer Spannung zu dem am Anfang, wo die Frage, wer ist jetzt hier im Raum, wer ist hier nicht im Raum, die klang für mich nicht so anders. Und da hätte ich gerne nochmal den Unterschied kurz erläutert, den habe ich nicht verstanden. Am Ende bin ich auf eine Kritik eingegangen, dass die sehr oft an intersektionalen Feminismus und da vor allem auch an schwarze und POC-Kollektive oder FeministInnen gerichtet werden, dass das ja alles sowieso zu theoretisch sei und schwarzen und POC-Frauen, die in der Arbeiterklasse wären, die diesen Begriff nicht mal schreiben könnten, so ungefähr, die wüssten ja damit gar nichts anzufangen. Das ist also erstmal ist ein Angriff auf nicht nur Intersektionalität, sondern es ist ein Angriff eben auf diese Forderung von Eigenständigkeit, die Forderung auch in eigene Räume und eigene Zeiten eintreten zu können. Die Verbindung mit dem am Anfang war unter anderem auch zu schauen, von welchen Räumen wir ausgehen. Wir haben hier auch große Leerstellen, also sind viele nicht mit da. Und es ist in der Tat richtig, die Frage, wer ist nicht mit im Raum, die gestaltet sich immer. Die gestaltet sich auch in denen da, wo sich schwarze und POC-Feministinnen eigene Räume nehmen. Aber es ist nicht an dem Herrschafts- und Mehrheitsfeminismus zuallererst mal dahin zu weisen und zu sagen, also ja, in euren Räumen da drin sind ja auch nicht alle. Und weil dem vielleicht auch genau so ist, lasst uns doch das, was wir seit Jahrhunderten haben, nehmen zum Ausgangspunkt und kommt doch alle mit hinein. Deswegen meinte ich, offenholende Gerechtigkeit kann nicht in den Strukturen stattfinden, die bereits seit immer vorhanden sind. The Master's Tools.